Ja. Bist du allein hier? Nö, ich hab noch den mitgebracht. Hier bin ich. Ab geht die Post. Jetzt Stunden so weiter. Ich kenne den Text nämlich nicht. Das reicht. Hey, hier. Hallo. Du siehst richtig gut aus. Hey. Der Pac-Man! Der perfekte Mann! Ah! 1917! Und jetzt in meine man. Kluft, die ihr alle so liebt bei mir. Man sagt, dass du auch Elfenbein. Ich hab mal. Guck mal, was ich hier an der Hose habe. Guck mal, die ist schon so alt, die Hose. Guck mal, siehst du das? Eine riesen Spinne, siehst du das? Das ist ja ekelig. Siehst du das? Das ist ja eine riesen Spinne, du. Ich komm mit. Der erste Rast. Hallo. Wir sind immerhin schon bis kurz hinter Hamburg gekommen. Und da ist die erste Flichtpause angesagt. Das Grauen Teil 2. Ich gucke euch jetzt ein Lied mit ja, Bier. Hallo? Der Buschmann. Halt, ich will auch eins. Warte mal. Setzt du die Kamera vorher erfrischen, oder? Hab ich. Ich habe mich gerade beseibert. Jetzt war das oben gelaufen. Das ist sowas Anti-Alkoholisches. Na gut. Tschüss. Willkommen in Polen. Wir sind einem einfachen Volk. Wir trinken gern harten Stoff aus kleinen Gläsern und der Kameramann hat geschissen. Da kann man pinkeln für einen Slotty. Oh ja, wir haben das lieber da gemacht. Ich kann das ich mal anhängen und pissen. Ja. Aber mal eben.
Und hier ist unsere Bühne. Das wollen wir nicht. Hier ist die Bühne. Gehen wir auf die Bühne rauf. Und hier werden wir heute Abend spielen. Eine große Bühne. Was soll ich sagen? Ich könnte auch meine Hose aufmachen, wenn ich gerne möchte. Dann lass mal lieber. Ist das Ding schon an oder was? Ich kann nicht mehr, so kalt hier. Ja, erzähl doch mal was. Sind wir schon drauf? Regie? Kacken 300. Wir sind jetzt hier in Lubatschow angekommen. Tun? Ja, 24 Stunden sind eben um. Wir müssen alle auf Klo. Guck mal, von Jaroslav nach Lubatschow sind das 39, von hier nach Oder das ist ein Storch, den kannst du auch mal filmen. Ein polnischer Storch, langsam mal schwenken. Vor allem hier schwenkt aufs Nummernschild, ich meine aufs Ortsschild. Und jetzt rein, ist kalt, tschüss. Ja gut, Stur, der zweite Tag. Moin, Jungs. Moin. Tag, auch. Wir sind hier jetzt hier am zweiten Tag. Wir sind aus hier einer Stadt, dessen Namen ich nicht wusste bisher. Opolski. Ich habe vergessen, wie man die aussprechen kann und nicht lesen kann. Wir haben an sich gut geschlafen. Wie hieß die Stadt? Opolski. Sag ich doch. Opolski, das ist ein Polnisch. Ja. Opole, sag mal, sag mal schon das Wort. Opole. Wir schlafen alle recht schön. Wir frühstücken gar sehr anständig. Wir laufen gerade Homo-Musik am Start. Was will man mehr? Ja. Da trinken wir mal ein Bier, glaube ich. Eben noch auf der Showbühne. Balkonparty. Wie mache ich das denn? Sauber! Da gibt's eine Mikschaltung. Mikschaltung, ja, was soll ich sagen, liebe Gäste? Wir stehen hier mal wieder vor einem Odeon. Oh, Rückkopplung. Das ist der Trägerpfanne da weg. Vor einem Kolosseum. Das ist so kolossal hier. Wir haben ja gestern Abend gespielt, da sind die Fenster herausgeflogen. Ja. Da kommt von der Wand. Ups. Wir brauchen das Dach abdecken. Es ist 22:30, um 22:45 sollen wir spielen. Zu spät. Zu spät. In dieser Halle, die ist leider noch nicht ganz fertig. Die ist auch nicht aufgebaut und nichts fertig. Die 1000 Gäste sind auch noch nicht da. Jetzt kommt wieder der Bauleiter. Da kommt der Bauleiter an, winkt. Nix filmen, nix Kamera. Tag. Heute ist wieder Mittwoch. Mein Mittwoch. Jedes Mal auf dem Mittwoch finde ich mich scheiße, wenn ich in Polen bin. Das ist eigenartig. Ne? Da wird sich also nichts zu tun, oder? Ja, ich habe auch schon Viagra in der Tasche, das könnte er noch haben, dann kann er seine Gitarre auch nicht los. Zack, Billy. Was kommt davon, wenn man Tag vorher 900 Schrottis versäuft? Ja.